Jetzt sind sie weg. Ja, aber hier ist da auch noch so ein Kollege. Aber da ist doch nicht weiter. Fängt der schon aufregend an hier. Vor allem sind wir schon in heller Aufregung. Ja. Helle Aufregung. Man beachte das Wortspiel. Tragischer Unfall. Der leblose Körper eines 13-jährigen Mädchens wurde in der Nähe der Sägemühle entdeckt. Das Opfer nutzte den Fahrradweg und verunglückte tödlich. Die Behörden stuften dies als Unfall ein. Keine weiteren Untersuchungen sind notwendig. Das war wohl das Fahrrad, das wir am Anfang im Titelbildschirm gesehen haben. Ich kann Bücher nichts machen. Bin ich eigentlich so klein oder bin ich in der Hocke? Das scheint mir nichts. Nee, ich glaube, wir sind so klein. Den hatten wir schon angemacht. Nicht wieder Licht ausschalten. Das ist immer so unangenehm. Verschlossen. Na, dann geh mal raus hier. Oh. Aber jetzt gibt es ein Freizeichen. Ja. Da ist kein Lichtschalter, oder? Da ist eine Tür. Oh oh. So ein Lichtschalter? Nein. Ich sehe nichts. Dann gehen wir, glaube ich, nicht hoch. Okay. Oh je, heißt das, ich muss dann diese Nacht auch mal das Licht anlassen zum Schlafen? Kann man das nicht anmachen? Ja, das Schlimme ist, ich hab so fluoreszierende Figürchen auf dem Regal. Das macht's. Oh nein! Oh oh. Ja, wunderbar. Nee, das wollten wir ja nicht. Ja, wollten wir den Fußstapfen nachgehen. Ja, wo gingen die denn nochmal hin? Ich hab's aus den Augen verloren. Kann man eigentlich die Tür jetzt aufmachen? Ja. Außerdem sollen wir noch in den anderen Ort da rein. Eigentlich. Da hinten ist ja auch wieder Licht. Ich glaube, da können wir drauf zulaufen, oder? Mhm. Hier hatten wir ja jetzt... Ja, wir haben doch hier alles gesehen, alle Räume, die wir töten durften. Mhm. Also gehen wir raus. Und hoffen, dass man uns hier in Ruhe lässt. Okay, wir gehen wieder einen Schritt zurück. Vielleicht muss das zur Vordertür entern. Raus. Das ist doch auch gut. Oh. Da jemand? Es hat da eben noch nicht geregnet. Hm. Trecker? Treckerfahrer. Gucken Sie wieder. Was ist denn hier? Da ist ein Lichtschalter. Lichtschalter. Aber für aus oder für an? Oh. Okay. Und was ist jetzt passiert? Ich kann es nicht entdecken. Ich glaube, das ist einfach noch die falsche Kombination oder so. Oder war das eben auch schon hell? Falsche Kombination? Ja, das ist ein roter. Das ändert nichts mehr. Okay. Nein. Ja, okay. Ja, gut. Aber vielleicht kannst du noch in die Scheune gehen. Ich vermute das. Vielleicht aber ist da das Licht jetzt angegangen. Ja, da sieht aber sehr dunkel aus, aber ich guck mal in der Fenster drin, dass alles stockig dunkel ist. Nee, ich meine. Ja, das ist an der Scheune das Licht. Ja. Okay, dann wissen wir übrigens, wofür wir das gemacht haben. Das Licht kommt wahrscheinlich aus Dormant. Wenn nur das Sonnenblumenfeld nicht so dunkel wäre. Schalte die Lichtmasken ein, okay? Viel Erfolg. Ja, einen haben wir ja. Das war wohl der erste Lichtmast, aber da gibt es dann wahrscheinlich noch mehr, oder?
Oh, es ist so dunkel. Oh, das ruckelt. Oh, das ruckelt. Ganz normal. Echt? Ja. Eine Sicherung fehlt. Sie muss in dem Haus sein, oder? Oh nein, also doch nochmal zurück. Oh, ruckelt ja, das bei dir auch so, Lexi? Ja, ja. Echt? Also bei mir ist das total flüssig. Jetzt nicht mehr. Wenn wir mal rumdrehen. Ja. Okay. Kannst ja anlassen, ist doch egal. Das frage ich mich gerade, ist das wirklich egal? Ja, ich glaube schon. Oder... Ne, ich dachte vielleicht, ist das so ein Wechselschalter, aber nein, ist es nicht. Okay, dann gehen wir mal darüber. Mhm. Eben. War die Tür vorhin auch schon zu? Nein. Die Tür ist verbarrikadiert? Dann geh noch mal außen rum, vielleicht kommst du aber durch den Balkon rein. Eben. Ja, klar. Siehst du? So, okay. Sehr schön. Eine Sicherung, ja, die wird dann wahrscheinlich in irgendeiner Schublade rumliegen. Die Sicherung muss da drin sein. Aber wo ist der Schlüssel? Guck doch mal unter der Fußmatte. Ja, genau. Das ist doch normal. Wir haben ja eben schon alles durchgenudelt hier. Durchgenudelt. Aber vielleicht geht jetzt irgendwas auf, was vorher nicht aufging. Schreibtisch, Dings. Nicht, dass wir jetzt doch auf den Speicher müssen. Ne? Hm. Da war ja kein Lichtschalter, oder? Oder haben wir den übersehen? Ich weiß es nicht. Gucken wir erstmal hier noch. Da ist nichts. Da hatten wir ja nur das. War vielleicht irgendwie der Zettel ein Hinweis, den man nicht... Moment, ich versuche mal. Ich guck mal eben, wie es ist, wenn ich... Wenn kapiert haben? Den Zettel nicht kapiert. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten genetisch sein und ihre Söhne... Ja, Nee. Nee. Wer sind diese Leute? Ja, wird wohl irgendjemand sein. Das so anzunehmen, aber Papier müssen wir echt nach oben. Ich glaube, wir müssen nach oben. Oh Mann. Wir kommen aber doch gar nicht. Was ist denn mit der Tür da? Die ist ja zu, aber da links ist auch noch eine Tür. Grad, also jetzt sind wir da vor den Leuten. Ich komme nicht dran. Hm. Also da kommen wir nicht durch. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn? Vielleicht liegt der Schlüssel ja unter den Tellern oder so. Vielleicht musst du einfach alles hochheben, was geht. Vielleicht. Komm schon, gib uns den Schlüssel. Gib uns ein Messer. Hä? Mach mal, halt noch mal hoch. Was? Die Pfanne. Achso, ich dachte, da wäre was gewesen.
könnte die schütteln, die Flasche. Ich dachte, da wäre was drin vielleicht. Ja, toll, den Hocker kann ich sogar nehmen. Kühlschrank gehe ich nicht auf, das ist schade. Gut, wenn ich den Schlüssel in den Kühlschrank, aber... Ja, aber irgendwo muss er ja sein. Ja, vielleicht doch Fußmatte. Wieso gehen eigentlich hier die... Kannst du den Koffer links unten bewegen? Links unten? Nee. Okay, ich kann im Moment noch nicht entdecken, wo hier der Haken ist. Das kannst du aufmachen. Ach nee, geht ja gar nicht. Was ist denn mit dem Teppich vor der Tür? Nix. 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 Er sagt, er muss im Haus sein. Ne? Ja. Oder doch auf dem Speicher und wir haben da noch nicht rausgefunden, wie wir, vielleicht brauchen wir eine Taschenlampe oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, irgendwas. Gib uns irgendwas. Das ist ein Zeichen. Das ist so ätzend, ne? Ja. Nee, also da ist gar nichts. Ach so, ja, deshalb war ja eben auch die Tür, wir sind ja hier reingekommen eigentlich, ne? Und da war ja dann keine Tür mehr. Nee. Deshalb ist sie jetzt auch verbarrikadiert, ja. So kann man das dann verstehen. Aber die Fußspuren führen jetzt wohin? Ach so, ja, gucken wir mal. Schwer zu sehen. Ja, ne? Ja, noch weiter, oder? Da sind sie noch, oder? Ich weiß nicht. Da geht's, oder? Das sieht man so schlecht. Ne? Ja, da nicht. Da eher? Nee. Oder auch nach draußen. Oder doch hier hin. Nee, das wissen wir ja jetzt. Da muss doch irgendwas sein. Na, kommst du her? Oben hing nix, ne? Nee? Ja, nee. Ein Schlüsselbrett. Nee. Ah. Gibt's doch gar nicht. Stellen wir uns gerade mal wieder sehr dumm an. Nicht, dass wir das uns schon mal getan hätten, aber... Nein. Never ever. War da unten? Oh ne, die Flasche. Also ich finde es so doof, dass da... Komisch, dass da diese Dielen vom Boden da so ein bisschen kaputt sind hier und da. Mhm. Aber man kann ja da nichts machen.
Wo der Teppich drauf liegt, ne? Ja, auch, und auch neben dem Tisch da hinten. Ja. Das ist auch. Kann doch nicht so schwer sein. Sollte man meinen. Oder meinen die das, meinen die Scheune mit Haus? Ah, nee, kann ja nicht, weil die Haus. Da waren wir ja drin, ne, in der Scheune. In dem Moment, als er das gesagt hat. Oh, 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 mach, mach dich dann, mach dich dann. Eieiei. Ei, ei. Gucken wir nochmal außen. Hier eine Fußmatte. Leicht, ups. Oh. Da gibt's die Fußmatte. Guck mal, da ist. Und das? Ne. Hm. Ah. Verdammt. Moment mal, was haben wir hier noch? Garagen? Ja. Automatisches Garagentor. Kein Schlüsselloch. Automatisches Garagentor. Ja. Kein Schlüsselloch. Guten Tag. Mann, ey, diese großen Dinger. Der Flächenschlüssel stecken. Kann ja auch nicht sein. Marken. Das gibt's doch gar nicht. Und Scheune hat auch nichts. Da sind auch wieder welche. Vorsicht. Was haben wir denn hier noch? Aber gerade da ruckelt's immer drin. Ja, immer in der Scheune. Ja, ja, an der Scheune da ruckelt's. Da sind noch Schubladen rein. Stimmt. Oh, ein Schlüssel. Garagenschlüssel, aber ja, Moment. Garagen, die waren doch elektrisch. Richtig. Ja gut, aber du weißt ja nicht, wo die Tür hinführt. Da ist dann so die Garage führt. Ach so, ja, ja natürlich. Und da ein Auto drin steht auf der Fläche. Natürlich. Aber sicher doch. Na, das ist dann schon ganz schön verarschend, ne? Schlüssel ist im Haus. Ah, Pustekuchen. Ja. Na gut, wobei, man muss ihm ja zugute halten. Er hat nur gesagt, er könnte im Haus sein. Ja, super. Er könnte. Lichtschalter bitte. Ja. Aber kein Auto. Ja, verdammt. Gut. Ein Auto ist vielleicht auch nicht das, was wir brauchen. Aber eine Sicherung. Eine Sicherung, genau. Ach stimmt, ja, das habe ich schon wieder vergessen. Komplett verdrängt. Der. Naja, das war ja wieder... erfolgreich. Da liegt einer. Da nee. Liegt. Quatsch. Dingens. Dingens. So. Die hat doch bestimmt eine Sicherung, die Waschmaschine. Ich kann sagen. Oder auch nicht. Müssen wir auseinanderlegen. Oh ja, das ist. Oh, werf nicht mit Kanister darum. Oh, oh, eine Sicherung. Sehr schön. Schalte die Lichtmasten ein. Ja, ja. Wir ja, sind dann, ja dabei. Genau. Dann werden wohl hier wohl unsere Schuldigkeit getan haben, nehme ich an. Ja.
Jo. Und das schüttet wie aus Eimern. Ganz toll. Schon seltsam, dass das ausgerechnet hier da immer so wird. Okay, es funktioniert. Oh, guck mal, wie toll hell das ist. Boah. Das ist aber jetzt mal was für. Heieiei. Boah. Du konntest die angucken. Das stimmt. Könnte dieses Ding noch gruseliger sein? Boah, könnte. Wenn es sich bewegen würde, ja. Gehen wir durchs Sonnenblumenfeld. Das ist ja auch eine schöne. Oh, durchs Sonnenblumenfeld ins Licht. Wo bin ich? Ja. Wie bin ich hierher gekommen? Okay. Auf jeden Fall alles sehr am Schwimmen, ne? Ja. Als wenn er unter Wasser wäre oder so. Andrea. Das Foto ist von dem Tag, als wir uns kennenlernten. Zwei Jahre später haben wir geheiratet. So. Ja, so. Ich meine, warum steht hier einfach so ein Foto rum, ne? Aber er hat es ja süß betont. Er hat es amerikanisch betont, aber deutsch synchronisiert, ne? Geil. Warum gehst du nicht weiter darüber? Moment. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat die Lampe mich jetzt gerade doch fasziniert. Warum sucht er dann noch mal Diane? Sehr verdächtig. Spontane Selbstentzündung. Ja, und da hängt was drin. Ach, das ist einer, der hängt, der brennt oder was? Was ist das für ein Ort? Ja, das will ich auch gerne wissen. Gucken wir eben erst da. Da unten leuchtet ja auch wieder was. Ja. Eieiei. Mit den Füßen aufgehängt gehabt. Sieht so. Nochmal im Bild. Rosie liebt es, auf dem Schoß von Andrea einzuschlafen. Wir waren so glücklich damals. So. Bevor Diane kam. Ja. Konntest du da nicht weitergehen? Nee, hier ist Ende. Da ist Ende. Ja. Nee, wir müssen jetzt wohl ins Licht. Nein! Das Licht. Wo kommt es her? Ja, würden wir auch gern wissen. Babo.